fehlen. Keiner nimmt uns die. Traumprinz, ich hätte dich fast umgenietet. Philosophie. Hallo, nimm die doch mal ab, du kriegst doch gar nichts mit. Ich krieg nichts mit, ich hör grad mein Lieblingslied. Was ist denn dein Lieblingslied? Hä? Oh, Entschuldigung. Hakuna Matata. Das kenne ich. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Yeah. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Klasse, das müssen wir unbedingt mal richtig zusammen probieren. Lass mich erstmal mein Casting hinter mich bringen. Wann musst du denn ins Theater? Morgen, drück mir die Daumen, ja? Das schaffst du sowieso. Frag dich mal, warum. Du bist ein Mist. Blond und mega dumm. Du bist ein Miststück, mich kriegst du nicht rum. Lass doch, ich will nicht zum Film. Lass mich doch. Miststück, frag dich mal warum. Du bist ein Miststück. Miststück, Miststück, Miststück. Du zeigst gerne, was du hast. Und wirst auch gerne angefasst. Tatuier, Tatu-Tata, sogar unterm Wonderbra. Oh, schade, ich wollte gerade ein bisschen zuhören. Erzähl doch erstmal, wie es beim König der Löwen war. Oh, es war Wahnsinn, echt so schön. Total beeindruckend. Wenn Carla dich auf der Bühne sieht, ey, die flippt aus vor Stolz. Na, noch habe ich das Casting nicht hinter mir. Wer sieht ihn denn schon in so einem Musical? Hm? Für seine Karriere wäre das Fernsehen viel wichtiger. Du weißt wohl nicht, dass im Theater am Hafen 2000 Plätze sind. Und die sind immer ausverkauft. Ja, aber im Fernsehen würden ihn zigtausende sehen. Und das an einem Abend. Das ist durch keine Bühne der Welt zu toppen. Na, jetzt streitet euch mal nicht. Falls es morgen nicht klappen sollte, kann ich es doch beim Fernsehen probieren. Ach, das klappt schon. Ich gehe jede Wette ein. Wenn du meinst. Ja, du bist ein Miststück. Frag dich mal, warum. Du bist ein Miststück. Blond und mega dumm. Du bist ein Miststück, mich kriegst du nicht rum. Du bist ein Miststück, frag dich mal warum. Ha 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 ha. Singst du noch? Die Löwen im Jagd. Ah, ich bin der Löwe! Was denn? Cool. Der ist toll. Ich kann ihn dir abzeichnen, wenn du willst. Ich will keine Zeichnung. Nimm so ein Kostüm. Ich leih dir das Buch. Da sind noch ganz viele andere Kostüme. Danke, Rose. Was hast du denn da aufgenommen? Eine Art Dokumentation über Timos erste Hits. Aha. Ein. Du findest dich schön, stolzierst herum, verkaufst die anderen, ganz hey, dumm. Nicht schlecht. Du steigst dich auf und bist cool drauf. Treib dir nach, da stehst du drauf. Alle sollen sie auf dich stehen, auf dir liegen, mit dir gehen. Dein Timo. Haar ist lang, die Augen blau, hast Hüften. Timo! Ja? Ich wollte nur mal wissen, ob morgen einer mitgeht, wenn du zum Casting musst. Meinst du, ich brauche jemanden, der mir das Händchen hält, oder? Nein, ich dachte nur, weil das ja alles total spannend ist. Ein richtiges Theater und so. Soll das heißen, du möchtest gerne mitkommen? Mhm. Ich weiß nicht. Wie sieht das denn aus, wenn ich dann mit einem kleinen Mädchen ankomme? Wieso? Sag doch einfach, dass sie deine kleine Schwester ist. Oder deine Tochter. Hey, was wärst du denn lieber? Deine Freundin. Soll das heißen, dass ich mit darf? Ja, klar kannst du mit. Ich glaube, Timo kann ein Maskottchen sehr gut gebrauchen. Können wir jetzt endlich? Ja, klar. So,
friert. Hey, klasse! Du bist ge-Britney Pierce. Wenn man dich sieht, wird man zum Tier. Jeder will dich. Außer mir! Ja, yeah, du bist ein Mister. Schlaf schon, Dolly. Gute Nacht. Hast du eine Idee, was ich morgen anziehen könnte? Also, ich würde auf Afrikanisch machen. Wieso? Der König der Löwen spielt doch in Afrika, oder? Ja, stimmt. Dieses? Klasse. Kacke. Du hältst den Schnabel. Es wird nämlich auch langsam Zeit. Wo ist eigentlich die Decke? Welche Decke? Na, die für Tarzans Käfig. Nimm noch was anderes. Ein Handtuch oder so. Nein, die Decke hält das Licht am besten ab. Ja, aber wenn du sie nicht finden kannst... Du hättest mich wenigstens fragen können. Sieht aus wie das Bild im Buch, oder? Also ich find's klasse. Ja, stimmt. Es ist wirklich nicht schlecht. Aber du hättest mich fragen müssen. Okay, dann frage ich eben jetzt. Und eine Maske brauche ich auch noch. Erst gibst du mir die Decke. Dann helfe ich dir mit der Maske. Ich hab doch jetzt gefragt. Also ich fand's okay, dass er sie nimmt. Aber ich hab nichts erlaubt. Oder hast du was gehört? Dass du dich so anstellst, hätte ich nicht gedacht. Komm, Moritz. Frag doch mal Malte. Der hat so eine Decke mit Dschungelmuster. Diese hier braucht Tarzan zum Schlafen. Nee, kann man's ja machen. Gute Nacht, Tarzan. Aber das ist doch überhaupt kein Problem. Sie fährt einfach mit der U-Bahn bis zu den Landungsbrücken. Und dann trefft ihr euch an der Anlegestelle für die Musicalschiffe. Ja. Ja, sag ich ihr, klar. Okay, Timo. Ach ja, und viel Glück für das Casting. Du musst einfach ganz cool bleiben, das schaffst du locker. Ja, okay. Ciao. Was denn für ein Casting? Hast du etwa gelauscht, Mama? Nur ein ganz kleines bisschen. Warum weiß ich nichts davon? Weil Timo euch überraschen will. Vor allem Carla soll es erst erfahren, wenn alles perfekt ist. Ja, was denn? Oh, Mama, jetzt hör doch mal auf zu nerven. Es geht um eine Rolle beim König der Löwen. Zufrieden? Der Timo traut sich ja was zu. Also ich drücke ihm die Daumen. Aber nichts verraten. Versprochen? Versprochen. Hm? Mama! Ich denke, du hast einen wichtigen Termin. Schon alles, Paletti. Seit 2 Stunden verfüge ich über ein super schickes Büro. Du musst es dir sofort ansehen. Wie? Jetzt gleich? Und nun mach nicht so ein entsetztes Gesicht. Wir müssen nur zur Kehrwiederspitze. Danach fahre ich dich sofort wieder zurück. Ich kann jetzt echt nicht. Tut mir leid. Ich möchte doch nur, dass du es dir einmal kurz ansiehst. Oh, bitte, Timo. Können wir das nicht morgen oder übermorgen machen? Aber ich habe hier ein paar Bilder. Du solltest mir beim Aussuchen helfen. Ich habe jetzt gleich einen Termin. Die Bilder muss ich gleich morgen früh wieder zurückbringen. Oh Mann, ich hab fest mit dir gerechnet. Oh, Timo, bitte, komm mit. Tut mir echt leid, Mom. Ich erkläre dir alles später, ja? Ciao. Hey! Hey! Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Da fahren sicher noch mehr Schiffe rüber. Geh mal her. Aber allein hätte ich mich nicht getraut. Danke, dass du dran gedacht hast. Kein Problem. Weiß außer Ami noch jemand, dass du mit mir bist? Ja, es wissen fast alle Bescheid. Alle drücken dir ganz fest die Daumen. Ja, hoffentlich bringt das was. Wir wollen hier wohl einige zum Casting. Wie kommst du denn da raus? Weil sie so aussehen. Ach, du machst das schon. Natürlich haben wir auch grünen Tee. Moritz, steh mir doch bitte nicht im Weg. Aber wie wär's denn mit etwas raffiniertem? Ich hätte gern lieber etwas Gesundes. Ja, gesund so oder so. Wir haben hier gar nichts anderes als gesund. Aber wie wär's denn mit grün-orange? Grün-Orange? Was ist denn das? Mann, grüner Tee mit Orange, das hört man doch. Halt dich da raus, Moritz. Was willst du überhaupt? Braun Karton. So groß ungefähr. Du kannst dir eine Steige nehmen. Mann. Ich nehme den hier. Können Sie mir den noch als Geschenk einpacken? Apfel-Orange, auch keine schlechte Wahl.
Für die Dame oder den Herrn? Wieso fragen Sie? Wegen dem Geschenkpapier. Für den Herrn bevorzuge ich eigentlich blau. Blau ist in Ordnung. Schade. Moritz, was soll das hier? Pack das Zeug wieder ein und mach, dass du wegkommst. Das ist ein Kohlrabi, Malte. Ihr Freund ist also Tee-Experte, ja? Also ich persönlich bevorzuge ja Wein. Ich hätte da noch einige edle Tropfen im Angebot. Wie wär's mit einer kleinen Weinprobe? Ach, danke, Mann. Dankeschön. Das mit der Weinprobe war ernst gemeint. Wie wär's denn mit Donnerstag? Ich hab mir noch ein paar feine Tropfen, wirklich. Und Donnerstag, alle ganz gesund. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, Freitag, Samstag? Weiß nicht, ich komme ja bald mal hin. Ja, wunderbar. Und wissen Sie, mit diesen Teetrinkern, das ist alles nichts. Glauben Sie mir, ich hab die feinsten Weine da. Vielen Dank, wir melden uns dann bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Der nächste ist Timo Sommerland, bitte. Wir haben heute kein Kindercasting. Timo hat mir erlaubt mitzukommen. Ich wollte doch so gern mal das Theater sehen. Entschuldigen Sie bitte, ich bin Timo Sommerland. Ich habe den Termin. Naja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Im Gegenteil. Okay, dann bitte. Also. Hallo. Hallo. Du kannst dich hier hinsetzen. Guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Timo Sommerland und ich habe was vorbereitet. Dann lass uns mal hören, was du so zu bieten hast. Mischte, mischte, mischte! Du zeigst gerne, was du hast und wirst auch gerne angefasst. Tattoo hier, Tattoo tata, sogar unterm Wonderbar. Deine Röcke, die sind kurz, kürzer als ein Lendenschurz. Urlaub willst du Surfer haben. Natürlich mit einem geilen Wagen. Louis, hast du stets dabei? Naja, ich weiß ja, was das heißt, du bist so frei. Jenny, ey, was ist ein Witz gegen dich? Du bist nur spitz! Ja, du bist ein Miststück. Frag dich. Nicht uninteressant, Timo. Wir würden jetzt ganz gerne noch mal etwas aus dem König der Löwen hören. Ist das möglich? Sing doch das, was wir neulich gesungen haben. Hakuna Matata. Können Sie das? Ja, klar. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata. Jetzt steht als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir fern. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata, geht stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir fern. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Kann ich mal kurz seinen Computer? Ja. Aber nichts weglöschen, hm? Keine Angst. Gut, Alzheimer, Herr Clement. Ah, hallo Carla. Nein, der ist nicht hier. Ah, jetzt weiß ich wieder. Der ist bei diesem Casting beim König der Löwen. Ach, das weißt du gar nicht. Der will dich sicher überraschen. Lass dir bloß nichts anmerken. Ach, du. Hi. Hey, was ist denn los mit dir? Tut mir leid wegen heute Mittag. Ich war ziemlich pampig. Aber wenn ich das gewusst hätte. Dabei war ich mir so sicher, dass es klappen würde. Heißt das, sie haben dich nicht genommen? Wieso weißt du Bescheid? Susi hat mich angerufen. Du wolltest mich überraschen, oder? Ja, aber mit dem Erfolg. Ich wollte zeigen, dass ich auch live auf der Bühne gut sein kann.
Naja, es war wohl nix. Du wirst ja wohl jetzt nicht aufgeben. Nach einem einzigen Versuch. Was meinst du denn, woran es gelegen haben könnte? Angeblich sei meine Stimme nicht ausgereift genug für ein Musical. Ich sollte mir 1 bis 2 Jahre Zeit lassen. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Vielleicht solltest du Gesangsunterricht nehmen. Atemtechnik, Stimmführung, lernen. Naja, für die Bühne wirst du das brauchen. Wieso sollte Rosa es nicht machen? Die ist gleich als Nala engagiert worden. Und das, obwohl sie nur aus Neugier mitgekommen ist. Sie haben Rosa engagiert? Ja. Naja, bei ihrem Aussehen und ihrer Ausstrahlung, da musst du wohl etwas mehr bieten. Als Mann. Weißt du, bevor du gekommen bist, wollte ich eigentlich alles hinschmeißen. Aber jetzt? Du solltest mal ernsthaft über Gesangsunterricht nachdenken. Na, bis zum Abi hast du noch 9 Monate. Kannst du noch viel lernen. Was hältst du davon, wenn wir 2 jetzt etwas essen gehen? Na? Und dann erzählst du mir alles noch mal in Ruhe. Okay. Hallo! Ich muss eine Sensation loswerden. Du hörst dich an, als hättest du im Lotto gewonnen. Viel besser. Ich bin engagiert beim König der Löwen. Ich soll die kleine Nala spielen. Dabei wollte ich nur mal beim Casting zugucken. Na? Was sagt ihr jetzt? Wahnsinn, sag das nochmal. Ja, aber nicht so schnell, sonst verstehen wir dich nicht. Ta-ta-ta-ta! Ich, Rose Reimer, soll die kleine Nala spielen. Das ist die Freundin von Simba, dem König der Löwen. Das musst du uns genauer erzählen. Wie ist das denn gekommen? Ich sehe aus wie die kleine Nala, haben die Leute beim Musical gesagt. Deshalb sollte ich ihnen vorsingen und tanzen. Habe ich natürlich auch gemacht. Und ratzfatz war ich die neue kleine Nala. Rose ist ein Musical-Star. Wahnsinn. Ja. Ich gratuliere, Rose. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist großartig. Und was ist mit Timo? Ja, was ist mit Timo? Diesmal hat es noch nicht geklappt. Ich weiß nicht. Er ist irgendwie noch nicht erwachsen genug oder so. Dann war er wohl sehr enttäuscht, oder? Er hat kaum was gesagt. Dafür ist Rose unser neuer Star. Los, das müssen alle wissen. Alle sollen sie auf dich stehen. Auf ihr Leben mit dir gehen. Dein Haar ist lang, die Augen blau. Hast Hüften wie eine reife Frau. Trägst bauchfrei, sogar wenn du frierst. Na klar, du bist ge-Britney Pierce. Wenn man dich sieht, wird man zum Tier. Jeder will dich. Du kannst sagen, was du willst. Ich finde ihn echt cool. Ja, ich verstehe die von König der Löwen auch nicht. Timo war total down, als sie heute angerufen haben. Kapier ich nicht. Es geht doch nur um Theater. Aber Timo wollte zur Bühne. Er wollte sich was beweisen. Du immer mit deiner blöden Bühne. Wenn du es nicht so hochgehängt hättest, wäre er jetzt nicht so down. Ach, bin ich jetzt schuld oder was? Du hast ihm doch das Fernsehen mies gemacht. Sonst hätte er sich nämlich bei Teamstar beworben. Wetten, dass ich ihn dazu gebracht hätte? Timo ist viel zu gut für so eine Art Wettbewerb. Da hätte er nie mitgemacht. Das ist überhaupt nicht sein Ding. Das werden wir ja sehen, wenn er erst von der Teen Academy eingeladen wird. Wie kommst du denn auf die Idee? Ich habe eine Kopie von dem Video zum Teamstar-Sender geschickt. Was hast du? Wow! Hey, wie siehst du denn aus? Wie ein Löwe. Merkt man das nicht? Echt krass. Ich verstehe jetzt, dass mir eine richtige Nase noch fehlt. Aber Rose bastelt mir noch eine. Und was können wir für dich tun? Du musst mir die Augenlöcher schneiden. Aber richtige Löwenaugen, okay? Okay. Was passiert denn, wenn der Sender Timo zum Casting einlädt? Da kann er doch immer noch absagen, oder? Komm, mach das in meinem Zimmer. Hallo Armin, hallo. Hallo, ihr beiden. Na, was haben eure Mitschüler gesagt, dass ihr jetzt einen Star in der Klasse habt? Nichts. Die waren stumpf von Neid. Erstmal wollten sie es gar nicht glauben. Stimmt's? Also pass auf, Merle kann deinen Ranzen mit reinnehmen. Wir beide fahren ins Theater. Habt ihr Papa erreicht? Was hat er gesagt? Er ist einverstanden. Oh, das ist ja toll. Jetzt kann ich mich noch viel mehr freuen. Danke, Ami. So, dann kommen wir mal. Tschüss. So, dann machen wir mal, nicht? Wo hast du denn hin? Sag ich nicht.
Hey, was machst du da? Sag mal, was du da hinter deinem Rücken hast. Los! Warum tust du denn so geheimnisvoll? Ich hab nur ganz wenig abgeschnitten. Sag mal, spinnst du? Was soll das denn werden? Löwen haben doch solche Schnurrbarthaare um die Nase. Deshalb dachte ich... Du kannst doch nicht einfach unsere Ponys verschandeln. Ich bin kein Tänzer. Hey. Ich zeig's dir. Okay. Kommst du morgen auch? Wohin? Zu unserer ersten Durchlaufprobe. So weit seid ihr schon? Was denkst du? In einer Woche ist Premiere. Und ich hab seit 2 Wochen Gesangsunterricht. Klasse! Ja! Yeah. Zeit für den Coup des Jahrhunderts. Seid bereit! Zugetraut? Wahnsinn, ist echt toll. Hurra! Klasse, was? Ich hab gewusst, dass sie super ist. Ups. Oh Mann, nichts so. Ist das ihr echtes Kleid? Danke, das war's. Was? Das ist doch nur ihr Probenkostüm. Ich glaube, da müssen die noch was ändern. Jetzt seid doch endlich still. Werden. Willst du die Musik aufgeben? Ich kann die Anlage auch zu Hause aufbauen, jetzt wo Carla ihr neues Büro hat. Verstehe. Dann störst du keinen mehr, wenn du übst. Ja, und außerdem hat der Gesangsunterricht im Moment Vorrang. Ich arbeite wirklich hart an mir, ehrlich. Aber singen kannst du doch auch hier, oder? Der Weg hierher ist einfach zu weit. Carla und ich werden die Sachen einfach am Wochenende abholen. Lass dir ruhig Zeit. Hm. Danke. Hallo. Hey, Timo. Mensch, du warst ja ewig schon nicht mehr hier. Stell dir vor, er hat seine Anlage abgebaut. Er will sie zu Hause haben. Was ist das denn? Ach, zum Glück spielt ihr euch einfach das Video von Niklas nochmal vor. Hallo. Hallo. Moin, ich hab mich schon erwartet. Wie? Ist was aus Spanien dabei? Heute ja. Danke. Okay. Moment, bist du nicht Niklas Hartung? Endlich! Danke! Bitte schön. Tschüss. Ja! Was ist denn die Fiene? Hier. Was soll ich denn mit deiner Post? Guck doch erstmal richtig hin. Teen Star Academy. Hiermit laden wir Sie und Herrn Sommerland zu einem Casting-Termin.
Ich soll zum Casting kommen. Siehste? Gut gemacht, Niklas. Ja! Hey!